Moin Genossen! Oder Mahlzeit, besser gesagt. Ja, da bin ich wieder. Im Alleinpack sozusagen. Ich habe schon schwer geschafft heute, muss ich euch sagen. Also, ich habe heute Morgen um 7:30 leer gemacht. Bin dann auf die Firma gefahren, habe da getankt, habe 3 Auflieger hin und her gestellt und habe jetzt einen Auflieger leer gemacht bei Aldi. Und ja, fahre jetzt laden, 2 Abladestellen, aber fahre danach dann auf den Hof. Weil mit dem Auflieger hier kann ich nicht fahren, der hat hier sämtliche Lampen gehen da an. Ist aber nur bei meinem DAF. Ich wollte mich auf jeden Fall bei euch nochmal bedanken für das große Interesse an dem Teil 188. Also meine Frau hat das sehr gefreut und mich natürlich auch. Und ja, man könnte das öfters machen, aber es ist halt ziemlich schwer, da meine Frau ja auch voll arbeitet und auch viel Schicht arbeitet im Krankenhaus. Daher ist das nicht immer so ganz einfach. Wenn das mal eine Tagestour ist oder so, dann fährt die immer gern mal mit und mal sehen. Na, vielleicht kriegen wir sie ja mal häufiger ins Auto. Schauen wir mal.
War auf jeden Fall lustig, hat mir einen riesen Spaß gemacht, und aber so ist das halt bei uns, ne? Sonst hätten wir nicht geheiratet, wenn wir uns nicht verstehen würden und denselben Humor hätten. Also manchmal. Ja, Freunde, ich fahre jetzt laden, dann fahre ich auf den Hof, wie gesagt, und dann lasse ich mich mal überraschen, was heute abgeht. Den neuen Auflieger habe ich natürlich schon auf dem Hof verloren und abgestellt. Und ja, also nicht verloren in dem Sinne, sondern ich habe ihn abgestellt. Ne? Nicht, dass wieder jemand, und wisst schon, was ich meine. So, ich düse da mal hin und melde mich dann bei euch später. Ja, Mensch, Leute, was ein Tag, ehrlich, was ein Tag. Da bist du kaum wieder alleine unterwegs, schon alles scheiße. Ne? Ich habe heute echt Depp vom Dienst gespielt, also Auflieger umgestellt, wieder Auflieger umgestellt, noch Auflieger umgestellt und nerv, ehrlich, ey. Resümee von dem Tag. Ich stehe hier total scheiße, aber ich mache jetzt Feierabend. Ja, also, heute Morgen Flaschen abgeladen, habt ihr gesehen. Dann habe ich 3 Auflieger umgestellt, habt ihr auch gesehen. Dann war ich bei Aldi, habt ihr auch gesehen. Dann kam die Surprisung. Dann habe ich geladen für Straubing.
und für Geimersheim. Straubing runter war für mich. Dann habe ich wieder drei Auflieger umgestellt. Dann habe ich Kräuter geladen. Bin wieder zurückgefahren auf den Hof. Habe Straubing wieder draufgeladen auf meinen Auflieger. Ja. Und dann bin ich eigentlich losgefahren. Und jetzt ist es 19 Uhr und ich stehe hier an der A3 in einem kleinen Industriegebiet. Ich muss halt auf der Straße stehen bleiben. Das lässt sich leider nicht anders machen. Ich zeige euch das gerade mal. Ich weiß nicht, ob man das im Spiegel sehen kann. Das sind lauter so kleine Parkbuchten. Aber da passt der Onkel Mölli leider nicht rein. Also bleibe ich vor der Parkbucht stehen. Ist halt so, ich kann es nicht halten. Aber hier ist kein Haltverbot, also bleibe ich hier stehen. Feierabend, Industriegebiet. Fertig, ne? Können wir jetzt wieder ausdiskutieren. Ob das geht oder nicht. Ja, morgen früh habe ich um 7 Uhr Termin. Ich stehe jetzt hier seit einer Viertelstunde. Das heißt, ich fahre morgen früh um 17:45 weg und habe da noch knapp eine Stunde. Müsste sich gerade so ausgehen. Und ja, wenn ich da dann fertig bin, geht's weiter Richtung Rosenheim, die Ecke. So wird's sein. Ja. Jetzt tue ich mich mal häuslich einrichten. Hoffe, dass mir hier keiner auf den Sack geht heute Nacht. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weiter schaut. Mit der Schauung. Also Freunde, ich melde mich. Wünsche euch einen schönen Abend. Wünsche euch einen schönen Abend, schönen Feierabend. Und wie gesagt, wir sehen uns morgen früh in alter Frische wieder. Bis dahin, euer Mölli.
Juhu! Einen wunderschönen Mahalo-Mittag wünsche ich euch. Es ist 11:30. Ich bin bei der zweiten Abladestelle fertig und habe jetzt gerade meine Ladestelle bekommen. Papierrollen. Mal gespannt, ob die auf Paletten sind oder ob die lose sind. Bin ich mal gespannt. Habe ja früher nur gefahren, gell? War eine geile Zeit. Aber bin ich ja ewig nicht mehr gefahren. Aber fangen wir vorne an. Gestern Abend, Feierabend, ein Laber gemacht. Also Laber nicht. Haben ja viele von euch schon geschrieben. Und meine kleinen verträumten Augen konnten heute Morgen gar nicht richtig gucken. Ey Leute, wir haben die 4000 geknackt. Ich bin sprachlos. Nee, bin ich nicht. Aber erfreut. Bin sehr erfreut. Ehrlich, ich finde es mega geil, dass sich das Ganze so irgendwie immer weiter trägt und immer nach vorne geht und echt cool. Ne? Mal sehen, ob wir die 65.000 erreichen in 10 Jahren. Schauen wir mal. Ja, coole Sache. Ja, dann war ich in, also hier nochmal ein mega Dankeschön an alle, die da ihr Däumchen und ihr Abo klicken, ne, um mich verrückten, bekloppten, herzensguten Mensch zu begleiten. Ja, nee, wirklich, wisst ihr, danke, top, super. Ja, dann war ich in Straubing bei der Edeka, hab da abgeladen, da war allerdings absolutes Film- und Fotoverbot und ja, man muss das Glück ja nicht übermäßig beanspruchen, sagen wir es mal so. Muss ja nicht sein. Ja. War eigentlich ganz cool. Wann war ich denn da fertig? War um 8.30 Uhr, glaube ich, also 8:30 rum war ich fertig. Und ja, jetzt war ich hier im Bruckmühl, habe hier meine letzten 14 Paletten abgeladen, Kräuter. Und jetzt fahre ich nach Raubling in der Papierfabrik. Und da gucken wir mal, was abgeht. Da bin ich um Punkt 12. Ist natürlich wieder mega doof. Bin schon am Überlegen, ob ich eventuell vorher ein Päusle machen soll. Ich weiß es aber nicht. Schauen wir mal. Ja, Freunde. Ich würde sagen, ich düse da mal hin und melde mich bei euch. Ach, eins wollte ich noch loswerden. Und zwar, ich weiß nicht, wieso oder warum oder weswegen. Im Moment ist es echt total kurios, dass ich mit dem Schneiden nicht hinterherkomme. Also so wirklich. Wir haben ja unsere festen Zeiten, mittwochs um 8 und samstags um 8. Also Leute, seid mir nicht böse. Ich mache mir da echt keinen Stress oder was weiß ich. Wenn es halt erst Mittwochabend rauskommt oder Donnerstagmorgen, dann ist es halt leider so. Ich versuche natürlich die Zeiten einzuhalten und das hinzubekommen, aber manchmal klappt es einfach nicht. Entweder bin ich abends mal schlagskaputt, was ja auch mal sein kann, oder wie gestern der Tag zum Beispiel, da will ich eigentlich gar nicht groß drauf eingehen, ey, das war Bambule hoch 10 und da fehlt mir einfach die Zeit. Ne? Und wie gesagt, ich gebe da schon Gas und versuche das zeitnah hinzukriegen und aktuell sind wir ja auf jeden Fall. Das nur noch mal kurz. Wie gesagt, rechtfertigen brauche ich mich so oder so nicht. Ich wollte euch das nur mitteilen. Also, ich düse nach Raubling und melde mich dann später. Bis dann. Damn jaded, and I hate it.
Feierabend! Ich habe Feierabend gemacht. Leute, ich habe Feierabend gemacht. Ich bin so schlagskaputt, ne? Das ist echt der Hammer, ehrlich, ey. Aber was soll ich euch erzählen? Ich bin back on the roots. Ich habe Papierrollen geladen in Raubling. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich erzähle es euch jetzt. Ich habe das früher 7 Jahre lang gefahren und mir hat das eigentlich immer einen riesen Spaß gemacht, weil ich sage mal, das war immer eine saubere Sache. Also jetzt gerade hier mit dem Gurtsystem, das ist so easy, breezy, breezy, leasy. Ne, brauche ich euch nicht zu erzählen. Ich hoffe, man sieht es im Video. Einfach Gurt drüber gezogen, runtergezogen, Kantenschoner drunter, fertig. Ne, gut, den Gurt musst du noch anziehen. Ne, es geht noch nicht automatisch, aber es kommt auch irgendwann. Irgendwann passiert das. Ja. Nee, also das war echt cool. Die waren auch total nett da, die Jungs. Ich hatte die Paletten noch draufstehen und er sagte eigentlich, ja, die musst du runter tun. Und da habe ich schon gedacht, ah, ich mit meinen kaputten Ellbogen und so, gell. Also ich habe schon echt befürchtet, ich muss da 34 Paletten runterschmeißen. Und habe ich ein bisschen Mimimi gemacht und ja, dann hat man mir geholfen. Also da kam einer mit einem kleinen Stapler und echt cool, also. Wenn ihr das vielleicht mal seht irgendwann, top Geschichte, ehrlich, hat echt Spaß gemacht. Habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, weil es war echt so. Also es war echt toll. Ja, habe mich jetzt auf die Firma gemacht, mit 5 Minuten überzogen, mit Hardcore Vollgas über die B8, weil die A3 schon wieder zu war bei Nürnberg. Ehrlich, ich hatte mir das genau ausgerechnet. Es hätte locker gepasst mit der Fahrzeit alles und kurz vor Feucht gehen die roten Lampen an, ehrlich. Es ist immer wieder dieselbe Scheiße. Aber hey, was willst du machen? So ist er. Der Job. Wisst ihr ja. Ja, Leute, ich bin happy, ey. Dass ich Feierabend habe, habe ich schon gesagt. Und ich bin gerade mal ausgestiegen, ey, mir tut so der Wasi genau weh. Ich müsste echt mal was machen. Ich müsste echt mal mehr Bewegung haben irgendwie. Und ich meine jetzt nicht Paletten schubsen oder sonst irgendwas. Der Palettenantreiber oder die Palettenantreiberin hat ja gefehlt heute. um mich nach vorne zu peitschen. Um die Paletten zu verstauen. Aber man kann nicht alles haben, jeden Tag, ne? Egal. Ja, Leute, morgen früh geht's um 6 Uhr, werde ich weiterfahren. Ich werde mal die Frechheit haben, ich werde mal 12 Stunden Pause machen, weil ich habe heute keine Pause gemacht. Ich habe gestern keine Pause richtig gemacht. Und da kann man auch mal 12 Stunden Pause machen, ist mir vollkommen wurscht. Ich fahre so ungefähr 1¼ Stunden nach Bad Neustadt an die Saale, geht das, die Rollen. Und ich war da früher sehr oft. Mal gucken, wie sich das verändert hat oder ob das immer noch gleich ist. Jo, und dann schauen wir mal. Jetzt habe ich vorhin gedacht, ich könnte die Drohne mal fliegen lassen, gell, okay, aber nee, ich muss den Teil fertig machen, sonst weint ihr wieder alle. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das war Teil 189. Der erste Teil nach der Frau Möller. ihr wart ja so begeistert, also mal gucken, ob ich das vielleicht öfters mal mitmachen kann, damit die Abozahlen nach oben gehen. Ja, kleiner Scherz. Nebenläufig die ganze Geschichte. Ja, wie gesagt, das war der Teil 189. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt beim Zuschauen wie ich. Bei den 2 Tagen. Gestern scheiße, heute mega cool. Aber so ist es halt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh in alter Frische wieder. Und im Teil 190. Ey, noch 11 Teile, dann sind wir bei den 200. Das ist ja Wahnsinn. Ich drehe ja, ich werde hier total bekloppt. Also Freunde, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, wie immer. Kommentiert. Sabotiert. Nein, kommentiert, liked, tragt es in die Welt.
dass wir immer größer werden, dass wir immer mehr werden. Wie gesagt, also mir macht es einen riesen Spaß. Ich bin auch schon am Überlegen, wann ich den nächsten Livestream mal starten kann. Ich bin halt da nicht so spontan wie manche andere, der alle zwei Tage einen macht, aber da habe ich keine Zeit für, beim besten Willen nicht. Und ja, lang genug gelabert jetzt. Wie gesagt, wir sehen uns Teil 190 wieder. Und ich würde sagen, wie immer, Wicked Peace, euer Mölli, haut rein. Aber richtig. Und zwar richtig. Der musste sein. Also, haut rein, bis dahin.